Also, liebe Eli. Ich liebe es, dich zu heben, dich zu umarmen, dir näher zu sein. Und darum schenke ich dir heute nicht nur mein Herz, das habe ich ja schon länger gemacht, sondern eigentlich auch meine Hand, dass wir zusammen durchs Leben gehen können. Und ich habe das im Standesamt schon gesagt, dass Liebe, wenn man dort das I rausnimmt, dann ist es eigentlich Leben. Und in der Liebe steckt so viel Leben. Das ist Freundschaft, Gespräch, Zuneigung, Leidenschaft. Das ist Trauer, Verständnis, Vergebung, Hoffnung, Spass, Abenteuer, Entdecken, Erleben. Einfach die Liebe oder Leben gemeinsam für immer. In meinem Leben hat es Momente gegeben, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich einen Mann so fest liebe. Von ganzem Herzen, ohne Zweifel, selbst wenn wir streiten. Und dass der Mann dann auch ein ehrenhafter Mann ist und ein gutes Herz hat, weiss, was er vom Leben will und wer er ist. Und dass der Mann dann auch mich liebt und ich nicht an der Mutter. Heute stehe ich hier und schaue dem Mann in die Augen. Michi, du bist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen will. Alles in mir sagt Ja zu dir. Und das wünschen wir euch, wie wir auch heute in der Zeremonie zum Ausdruck gebracht haben, diese göttliche Liebe und auch diesen Beistand Gottes. Und so würde ich jetzt sagen, wir wollen auf das Brautpaar das Glas erheben und ihnen alles Gute wünschen. Prost! Cheers! Cheers. Michi, du bist aufgenommen in die Family der Vögel. Danke, dass du Geduld mit mir hast, dass du mich immer aushaltest, dass du mich liebst, dass du mit mir zusammen umspinnst und mich verstehst, mehr als jeder andere. Du bist mein Partner und mein bester Freund. Ich freue mich so sehr, dass wir heute zusammen durchstehen und dass ich dich dafür heirate. Aber viel mehr freue ich mich auf alles, was noch kommt. Ich liebe dich.